Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung hier auf der Alpenwelle. Wir haben heute einen richtig tollen Studiogast. Eine wunderbare Frau, die unseren Schlager in den letzten Jahrzehnten richtig geprägt hat. Mich schon als kleiner Bub, muss ich euch ganz ehrlich sagen, und ganz viele andere auch. Sie ist eine Powerfrau noch und noch. Durch und durch Schlager, aber auch Mami, Omi, Künstlerin und noch vieles, vieles mehr. Mit ihren Riesenhits. Je t'aime mon amour. Jetzt habe ich natürlich schon verraten, wer kommt. Es sind noch ganz viele andere. Komm und tanz mit mir. Alles, was ich brauche, bist du und domani l'amore vincerà. Wir begrüßen ganz herzlich Claudia Jung. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Sehr ich schön. Auch. Claudia, ich habe jetzt nur ein paar Titel genommen. Ja, ja. Aber die kennt jedes Kind heute noch und vor allem jede Erwachsene. Das ist schön, das freut mich. Und richtig. Ich habe mir geschrieben, bekannt weit über die Schlagerszene hinaus. Weil «Je t'aime mon amour» kennt jeder. Meinst du? Ja. Ah ja. Begrenzen wir es auf die, die Musik verfolgen und Musik hören. Musik lieben. Aber das sind eh die Besten. Weißt du, wie heißt es immer so schön? Wo gesungen wird, da lass dich nieder. Denn böse Menschen haben keine Lieder. Also die guten Menschen dürften das kennen. Also, ja. Und also zumindest bei uns, ich sag mal so, im deutschsprachigen Raum. Ja gut, das ist, klar. Das ist ja. klar. Unsere Zuschauer kennen dich natürlich sehr, sehr gut. Das ich meine, schön. Claudia, Mitte der 80er Jahre ging alles los. Da ging alles los, genau. Das klingt und jetzt hörte schon nicht nach, auf. Und jetzt. Das klingt jetzt schon nach Ur... Das klingt ja uralt, ne? Ja, aber das ist es nicht. Nein, das ist es wirklich nicht. Aber weil es sind immerhin über 37 Jahre und die sind aber vergangen wie im Flug eigentlich, habe ich so das Gefühl. Unglaublich. Und früher war ja alles einfach auch anders, oder? Das ist immer blöd, oder? Ich habe mir früher immer geschworen, weil meine Oma hat das auch immer gesagt, früher war alles ganz anders, früher war immer alles besser. Dass man das nicht sagt, aber irgendwie, ich glaube, man kommt irgendwann doch an den Punkt, an dem man natürlich feststellt, dass früher alles anders war. Und das, ich glaube, das ist auch einfach normal. Die Zeiten ändern sich, die Technik entwickelt sich weiter, die Menschen entwickeln sich weiter, die Musik entwickelt sich in andere Richtungen, die Sprache. Also natürlich verändert sich alles ein bisschen. Und als ich angefangen habe, Mitte der 80er, mein Gott, dann hatten wir ein paar Fernsehprogramme, oder? Ein paar Radiosender und heute mittlerweile, wenn du schaust, du weißt ja gar nicht mehr im Fernsehen, was du anschauen sollst, du kommst aus dem Septen gar nicht mehr raus. Ja, und dann haben wir auch viele andere Möglichkeiten, wie auch noch? Radio, Stream, iPads, was auch immer. Aber wunderbar. Das Fundament, die gute Musik, ja. Die ist immer noch genau gleich da, wie sie anno dazumals war. Mhm. Ja, die ist schon noch da, aber die Wege, an diese Musik zu gelangen, haben sich halt verändert. Und das eigentlich, sag mal, nicht ganz so schön ist halt für uns Künstler, die Wege, den Menschen die Musik zugänglich zu machen, sind einfach so vielfältig geworden und damit ist es etwas schwieriger eigentlich. Man sollte meinen, wenn man so viele Möglichkeiten hat, kann man die Leute leichter erreichen, aber du kannst dich ja nur entscheiden fürs eine oder andere. Wenn du Radio hörst, du kannst nur einen Sender hören und nicht mehrere gleichzeitig. Fernsehen schauen, du kannst auch nur einen Sender schauen und nicht mehrere gleichzeitig. Und von daher ist es natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Und es gibt dann so einen Spruch, über den ich mich dann, ich will nicht sagen, nicht ärgere, aber ich dann immer die Augen rolle, wenn mir dann irgendwie einer schreibt, Frau Jung, warum sieht man Sie nicht mehr im Fernsehen? Dann denke ich, ja, Grundchinesen, wenn es 50 Programme gibt und man nicht alle gleichzeitig gucken kann und immer auf den Falschen unterwegs ist, sieht man mich natürlich auch nicht. Schaltet also Alpenwelle ein und schon, schau da, die Frau Jung im Fernsehen, gibt's das? Sensationell. Aber ich meine, da muss man nicht nur in der Schweiz nach Claudia Jung suchen. Nein, oder natürlich man nicht. Findet natürlich sie natürlich in allen großen Sendungen. Ich meine, ich habe. Naja, sagen wir mal die Hälfte. Ich sag mal, in den eigentlich wichtigen Schlagersendungen. Ja. Ja, ja würde ich mal sagen, sieht man mich nicht unbedingt am Samstagabend
wo sich immer die gleichen tummeln. Ja. Da stehe ich dann lieber auf der Bühne, freue mich mit Schlagerfans und habe ein Konzert oder spiele auf einem Open Air. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da habe ich Sinnvolleres getan, als irgendwie 3 Minuten mein Gesicht in die Kamera zu hängen. Am Samstagabend, wer ist denn da zu Hause? Also ich nicht. Dann bist du bei deinen Fans. Ja, da bin ich einfach sogar gerne weg. Hoch die Hände Wochenende, ja, genau. Gell? Die, die sogar in Fernsehsendungen anrufen, um dann zu fragen, ob du dann den Titel auch beim Konzert singst. Und dabei noch eine Flasche Wein trinken. Das kommt auch schon mal vor, ja, das kommt auch schon mal vor. Das habe ich aber alles. Aber nicht Samstagsabend. Nein. Ich habe extrem Spaß gehabt, wo ich ein bisschen recherchiert habe und ein bisschen geschaut und den ein oder andere Interview angehört habe. Und natürlich die ein oder anderen älteren Videos auch gesehen habe. Eltern meine ich jetzt nicht, weil es alt sind, sondern weil es halt schon länger her ist. Mhm. Aber ich bin sofort wieder, und das werden auch unsere Zuschauer sein, sofort wieder in dieser Zeit. Mhm. Und mit dem Titel Je t'aime mon amour, da warst du ja... Also, was bedeutet dieser Titel heute noch für dich? Es ist einfach, also ohne diesen Titel wäre ich, glaube ich, heute nicht da, wo ich bin, nicht immer noch da. Also das war, als ich angefangen habe, für mich so, dass ich immer gedacht habe, oh wow, einen ersten eigenen Song im Radio. Hoffentlich läuft es so toll, dass ich irgendwann mal ein ganzes Album machen kann, nur für mich. Und als das erste Album dann da war, dachte ich, oh, vielleicht schaffe ich ja so 2 oder 3. Immer getreu dem Motto, alle guten Dinge sind 3. Nach dem dritten habe ich gedacht, nö, jetzt aufhören mag ich auch nicht. Vielleicht schaffe ich ja 10, das wäre es ja. Vielleicht bin ich ja in 10 Jahren auch noch da. Und ja, und ehe man sich versieht, sind irgendwie über 37 Jahre dahin. Ich glaube, es flacken irgendwie über 30 Alben von mir irgendwo in der Gegend rum. Viele davon gibt es schon gar nicht mehr. Und denke ich mir, wow, das ist eine ganze Menge Holz, was da so zusammengekommen ist in den Jahren. Und da ist natürlich, für mich sticht immer wieder raus, Je t'aime mon amour, wie viele Stunden hat die Nacht. Das war halt einfach mit Richard Kleidermann so eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Da haben wir beide... Ja, sehr gut von profitiert und wir lieben beide diesen Song heute noch. Und wenn wir die Gelegenheit haben, den im Fernsehen zu machen, auch nach all den Jahren, dann machen wir das. Würdest du nochmal alles? Ja. Ja. Ich weiß schon, was kommt. Ja, los, ich, mit wenn Sicherheit, du jetzt sagst, du alles möchtest nicht, dass man da muss die Frage kommen. Nein, das ist... Ich denke oft so drüber nach, wie mein Leben so verlaufen ist und so. Man weiß es ja immer nicht. Vielleicht würde ich in meiner Jugend mein musikalisches Augenmerk statt auf die Gitarre doch mehr aufs Klavier legen, weil ich es einfach faszinierend finde, wenn man so einen ganzen Abend bestreiten kann, singenderweise, sich selbst begleiten kann dazu. Mhm. Das hat sowas so Tolles, sowas Intimes, Romantisches oder so. Aber in meiner Jugend war doch eher in mir so Klavier, das war mir zu klassisch. Das war so. Aber seit Richard weiß ich, dass das wunderbar funktioniert hätte. Es hat ja alles wunderbar funktioniert. Ich meine, du hast so mehrere Echos gewonnen. Du hast goldene Stimmgaben. Gold- und Platin-Auszeichnungen. Ich meine, du hast alles erreicht im musikalischen Bereich. Ja, aber trotzdem finde ich immer, dass so die Momente, die man hat einfach mit den Fans, die Erlebnisse bei Konzerten und so weiter, die wiegen natürlich viel, viel mehr als irgendwie so eine goldene Schallplatte an der Wand. Ich meine, das sind so Zeitzeugen, das ist schön, sieht man, aha, das war sehr erfolgreich und so, aber das Eigentliche, was im Kopf und im Herzen bleibt, sind einfach die Begegnungen mit den Menschen, so dieses ganz Nahe, ja. Das ganze Blink-Blink drumherum ist zwar ganz nett, aber das ist nicht das, was wirklich bleibt am Ende des Tages. Das sagt die bodenständige Mama, Oma, und früher auch Politikerin, wo du dich ja über Jahrzehnte mit Sozialem, Familie ganz groß geschrieben, Kinder beschäftigt hast. Das tust du heute noch. Aber was du ja alles schon geleistet hast, neben dem, dass du das ganze Künstlerdasein, und das ist nicht wenig gewesen, gemeistert hast, das ist ja schon beeindruckend. Dankeschön. Das ist einfach, liegt einfach da. Ich bin halt einfach, sag mal so mit Augen, ich bin halt auch einfach 1000 Frauen. Ich brenne an mehreren Ecken gleichzeitig. Ich bin neugierig aufs Leben und alles, was das Leben mir bietet. Und sag ich mal, auf viele
Pferde, die man mir dann hinschiebt, springe ich dann auch drauf. Probiere ich jetzt einfach mal aus, das will ich wissen, weil ich denke auch einfach so gerade, was das Politische angeht oder sag ich mal, was so die soziale Stimme angeht. Ich glaube einfach, dass wir, denen es uns so gut geht, die wir auch Gehör finden in der Öffentlichkeit, Sänger, Schauspieler etc., ein Stück weit die Verantwortung haben, auf Dinge aufmerksam zu machen oder den Menschen eine Stimme zu geben, die selber für sich nicht so einstehen können. Und das habe ich immer schon gemacht, das habe ich schon zu Schulzeiten gemacht und das mache ich auch heute noch mit Begeisterung, auch wenn ich der Politik längst den Rücken gekehrt habe, weil einfach die Musik, das ist, was ich eigentlich brauche, was mich erfüllt neben der Familie. Mhm. Und das einfach über die Jahre da zu kurz gekommen ist. Ich möchte die Zeit nicht missen. Also das war toll alles. Das waren tolle Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Aber jetzt, muss ich sagen, so mit 58, ich will einfach da sein für meine Familie. Ich möchte einfach für mein Enkelkind da sein. Mhm. Und für meine Tiere natürlich auch. Ich möchte, dass wir alle gesund sind, weil das ist das, was zählt im Leben. Und wenn ich dann noch etliche Jahre Musik machen kann und raus kann, ich sage immer so, an die Front sozusagen mit meiner Musik, dann bin ich glücklich und zufrieden. Tiere, Familie, Bauernhof, das klingt, das ist ja wie im Bilderbuch. Klingt immer nach Bilderbuch, ist eine Menge Arbeit irgendwo, aber es ist einfach das, was mir Kraft gibt immer, das eine fürs andere. Also für die Musik, für das Arbeiten mit dem Publikum, für meine Songs gibt mir einfach die Familie die Kraft, unser Heim, unser Hof und umgekehrt genauso. Bei der Musik, bei den Leuten draußen finde ich einfach wieder die Energie für daheim. Ja, du bist ja unglaublich Fan-nah. Wenn du, ich habe dich das erste Mal so wirklich wahrgenommen, das war bei uns im Liebesrotflügel. Mhm. Und wie du mit den Leuten, du bist an der Bar, du sprichst mit jedem, du hast alle Leute gerne, sie mögen dich natürlich und lieben deine Musik, aber die Nähe, weißt du, es gibt ja viele Künstler, die sind noch klein und da gibt es die Großen und dann gibt es die, die nie vergessen haben, von wo sie sind und die Nähe zurückgeben und die Emotionen, die geschenkt werden, auch zurückschenken. Ich glaube, das kannst du aber tatsächlich erst mit einem gewissen Alter, mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass ich am Anfang, als ich so, wie man sagt, so in den Kinderschuhen steckte, so meine ersten Titel gemacht habe und auch so Berührungsängste hatte mit den Fans oder so. Man nimmt zwar gerne an, aber man weiß oft nicht, wie man den Menschen begegnen soll. Die wissen auch oft nicht, wie sie einem begegnen sollen. Das ist so ein Herantasten, aber dann mit den Jahren, ich sag mal, und vielen Konzerten und dem Selbstbewusstsein, was man irgendwo bekommt, geht man natürlich auch ganz anders auf die Menschen zu. Und das ist das, was ich einfach für mich all die Jahre dann in der Politik auch genutzt habe. Und es ist etwas, was mir heute auch zugute kommt. Und es lebt sich doch auch viel leichter, wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt. Also, und ich sag mal, die jungen Künstler, die dann so irgendwie so, sagen wir manchmal so ganz schnell auf Wolke, was weiß ich, was daherkommen und meinen, sie wären der Nabel der Welt, die lernen das dann auch noch. Ich glaube, das ist bei den meisten eher Unsicherheit und ein bisschen Angst davor, den Menschen doch so nahe zu kommen. Aber das gibt sich mit den Jahren. Wunderbar. So bleibt man nicht. Also so schön, ich könnte dir die ganze Zeit einfach zuhören. Jetzt erst recht. Mhm. Pandemie. Ja, ich hatte mein Album eigentlich so gut wie fertig und dann kam diese Pandemie daher und da haben wir diesen Titel einfach nochmal komplett umgeschrieben, um so ein bisschen ein Stück Lebenshilfe mitzugeben für die Zeit, in der wir einfach alle sagen müssen, okay, wir müssen uns auf uns beschränken und auf unsere Familie. Gott sei Dank gibt es Telefon, Gott sei Dank gibt es Internet, man kann skypen. Es ist nicht so, dass man Freunde und Familie, die jetzt weiter sind, nicht ewig nicht sehen kann, sondern man kann ja trotzdem miteinander kommunizieren und vor allen Dingen, wie man gesagt hat, herzvernetzt bleiben, an die anderen denken, sich auf anderen Wege mitteilen und einfach auf diese Art und Weise zusammenstehen, auf die anderen auch schauen und Rücksicht nehmen und gemeinsam versuchen, irgendwie durch diese Pandemie durchzukommen. Und ich glaube, wir sind jetzt einfach an dem Punkt, wo man
gelernt hat, größtenteils ein bisschen damit zu leben. Es wird uns noch länger begleiten, bin ich mir ganz sicher. Aber wir haben mittlerweile eine andere Art, damit umzugehen. Super. Und jetzt schauen wir uns das Video. Habt ihr das, das muss ich jetzt fragen, habt ihr das selber? Das haben wir ganz selber gemacht, daheim sozusagen. Ja, ja. Also mein Mann hauptsächlich, der hat alles Mögliche gefilmt von mir und wir haben da rumprobiert und haben dann, weil du brauchst natürlich für so ein Video ganz viel Material, wir haben dann einfach die Fans aufgerufen und haben gesagt, hey, das ist die Nummer, hört sie euch an und wir wollen von euch einfach kleine Videos haben, in denen ihr mitmacht, in ihr euch irgendwie einbringt, ihr könnt tanzen, ihr könnt mitsingen, macht was immer ihr wollt und wir machen aus diesem Mosaik letztendlich ein Kunstwerk und das ist dieses Video geworden. Super tolles Video. Also echt, süß, gell? Ja, mehr. Super Titel. Jetzt das auch. Das ist mir so aufgefallen, wenn ich dich google. Mhm. Und Titel um Titel um Titel. Weißt du, es gibt ja so viele Songs und dann habe ich den Song ZDF Fernsehgarten angeklickt. Erstaufführung im Fernsehen, das ging 3 Sekunden. Und alle Leute, aber alle im perfekten Takt, du hast so tolle Grooves und Beats in diesen Titeln, wo einfach Freude machen und Stimmung bereiten, ohne dass du überhaupt schon was gemacht hast. Das ist, wenn das eine Kunst. Das stimmt, aber gut, das ist ja jetzt keine Kunst, die irgendwie, die ich mir jetzt, diese Federn kann ich mir nicht anheften. Das ist einfach, ich habe einfach fantastische Menschen, mit denen ich da arbeite. Ja, Achim Radloff zum Beispiel, der einen Großteil meiner Titel schreibt, gemeinsam mit meinem Mann zusammen. Der ist nicht nur musikalischer Leiter seit vielen Jahren in meiner Band, der ist auch seit etlichen Jahren musikalischer Leiter bei Roland Kaiser. Der weiß natürlich in seiner Arbeit und in den Produktionen und Arrangements, wie man die Leute packt, mit welchen Grooves und mit welchen Sounds man da am besten rangeht und die Sachen umsetzt. Und dann gleichzeitig noch im Auge behalten kann, was liegt mir. Ja, dass man einfach bei ihm auch wirklich einen Unterschied merkt zwischen den Sachen, wenn er was für Roland macht oder wenn er was macht für Beatrice Egli oder für mich. Es sind grundverschiedene Dinge, aber du hörst gleich, wenn die sagen, ah, das ist das, das ist das, das ist das. Obwohl er da eine sehr, ja, er hat einfach ein gutes Gespür für den einzelnen Künstler, sich da so einzubringen und was zu machen, was einfach genau passt auf die Bühne. Und ich denke, er wird dann auch sagen, es ist auch sehr einfach, das zu tun für die Claudia Jung, weil sie ist so, so, so und so und dann fällt mir das alles ganz einfach. Ja, das, aber das einfach ist es nicht, mit mir zu arbeiten, weil ich habe einfach so einen Widderkopf. Also ich habe so meine eigenen Vorstellungen und sage, das und das will ich und ich kann auch ganz klar sagen, was ich nicht möchte. Ja, aber das ist ja sehr wichtig. Es ist wichtig, finde ich schon, damit eben nicht die Sachen alle gleich klingen oder nicht irgendwie einer klingt wie der andere. Ich denke mal, jeder Künstler ist für sich einzigartig und muss diesen Weg auch finden. Er muss also diesen Pfad finden, der nur ihm bestimmt ist und nicht auf den Spuren von den anderen umeinander datteln. Und das verbiegen das? Nee. Na, macht keinen das Sinn. Das finde ich stark. Das finde ich richtig stark. Und trotzdem gehst du komplett mit der Zeit. Du bist nicht in früher, sondern du bist voll modern. Voll in der Zeit, mega Titel und jetzt ist das Album, das Baby. Mein Baby, genau. Einfach jung ist da. Und ist für mich in dem Fall etwas ganz Besonderes, weil es wirklich mein erstes Album ist in kompletter, sag ich mal, Alleinregie mit meinem Mann, ohne eine große Plattenfirma im Nacken, die uns sagt, man muss das so und so und so machen und die Titel wollen wir haben und die Titel wollen wir eigentlich nicht haben. Das war immer die letzten Jahre ein Kampf. Also ich war schon lange so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich mag eh nur noch die Songs singen, die ich selber singe. Ich lasse mir nichts aufdrücken und nichts überziehen. Irgendwie. Ich will einfach bei jedem einzelnen Song Spaß haben, wenn ich den singe auf der Bühne und das wirklich mit Überzeugung machen. Und hier brauchte ich nicht diskutieren. Wir hatten einfach unser Team, habe ich gesagt, das und das und das möchte ich haben. Und was ich einfach am schönsten fand, ich bin seit Jahren so ein Hasser von diesen, die haben diesen tollen Namen Jewel Case, ja, also diese Plastikverpackungen, wo die CDs reinkommen, wo immer, du kennst es, als erstes innen die Zähne ausbrechen oder man das Ding falsch anpackt, vom Deckel irgendwie an der Seite was abbricht und wir produzieren einen Riesenberg an Müll mit diesen CD-Verpackungen. Und dann habe ich gesagt, und sobald ich alleine entscheiden kann und die Verantwortung habe für meine CD,
kommt diese scheiß Plastik weg. Und drum habe ich jetzt, das Ding wirklich, das ist ein wunderschöner Fotokarton quasi. Mhm. Und das macht das Ganze ganz schlank und dünn, quasi fast für, wie für die Hosentasche. Und innen drin ist dann einfach nur hier so ein Schlitz und da ist die CD drin. Der Nachteil ist, habe ich jetzt schon festgestellt, wenn das so, im Handel muss es ja leider Gottes ein bisschen eingeschweißt sein, weil sonst die Menschen ja meinen, ah, da war jemand schon dran mit seinen Fingern, das will ich nicht, ich will das Original verpackt. Dann sieht man nicht, wie viele Titel drin sind und das ist so dünn und so schlank, dass jemand, da können unmöglich 16 Songs drauf sein. 16. Sind aber 16 Stück. Und es hat, und dann heißt es ja, ja, aber kein Booklet, wo sind die Texte? Und da hier gibt es so was ganz Neumodernes wie ein QR-Code. Und wenn man da drüber geht mit dem Handy, dann zack, bist du auf einer Seite und hast du alle Texte von diesem Album wunderbar und kannst dir das downloaden oder wie auch immer. Und deswegen ist die so schön, schlank und schmal und hoffentlich nie für den Mülleimer. Das müssen wir, so habe ich mir das gedacht. Das wäre eine perfekte Werbung für gell? Ja, das war mir wichtig einfach so. Ich sag, weg mit dem. Ich ärgere mich immer bei Konzerten, weißt du, du packst die Dinger aus, da schon wieder ein Deckel kaputt, ein Sprung drin, da ein Zahn rausgebrochen. Ja. Und jetzt das wollte ich nicht. Zeit, ja. Das ist so. Ha, Claudia. Ah. Unglaublich. Es macht so viel Spaß, wenn man deine Karriere verfolgt, dich dann als Person begrüßen darf bei uns. Danke. Einfach, ja, so wie du ja bist und normal und toll. Ja, ja. Ich glaube, normal sind wir alle nicht. Wir sind alle ein bisschen bekloppt in diesem Business. Aber ja, müssen wir auch sein. Das muss man sein. Ohne Beklopptheit kommst du nicht durchs Leben. Nein. Tür an Tür. Ja. Ich meine, du hast jetzt gesagt, Eigenregie mit deinem Mann. Ja. Niemand, der reinredet, also ja, mitredet natürlich. Wir reden schon, also man sucht sich Kompetenzen. Ja, aber das ist ja nicht ganz einfach, dann eine Nummer zu bringen, die dann gerade sofort perfekt funktioniert. Ich habe die genau mit dem ZDF Fernsehgarten angesprochen. Tür an Tür war das, okay. Eine Meganummer, die, da bist du ja gleich, das funktioniert perfekt. Ja. In Eigenregie wieder ein solcher Hit, der über Wochen in den deutschen Charts immer noch gespielt wird im Radio und ja, tolles Video dazu halt. Ja, das kommt noch dazu. Ja, aber das war alles nicht ganz, gerade mit dem Titel finde ich lustig, dass du es ansprichst und mich freut das so dermaßen, dass gerade die Nummer so funktioniert hat, weil das war in den Anfängen gar nicht so einfach. Die war da, die Nummer, und ich habe sofort gesagt, wow, was für eine geile Duettnummer. So, und dann find mal einen passenden Duettpartner. Also, ich habe ja nun schon so viele Duette gemacht. Es gibt ja seit Jahren, es gibt so ein witziges Bild, so eine Karikatur, die einer gezeichnet hat, mit wir alle Schlagerkünstler bei irgendeiner Schlagernacht. Und jeder hatte irgendwas Spezielles. Und mir hatte man also quasi eine Hand in die Hand gegeben. Ich hatte ja auch einen Titel mal, der hieß Hand in Hand. Und diese Hand hatte so ein Gelenk zum Austauschen, weißt du, damit man die Duettpartner austauschen kann, weil ich schon so viele Duette gemacht hatte. Und ich habe dann überlegt, na, mit wem habe ich denn noch kein Duett gemacht? Oder mit wem würde ich gerne nochmal ein Duett machen? Oder wer passt stimmlich zu mir? Wer passt altersmäßig zu mir? Und wer passt größenmäßig zu mir? Also es gab immer wieder irgendwelche Dinge, die sprachen dagegen. Und da habe ich gesagt, ja, kurz in diesen, es kann doch nicht sein, dass ich keinen finde, der wirklich hundertprozentig passt für diesen Song, dem ich den auch performen möchte. Und es muss ja glaubwürdig sein. Mhm. Irgendwo, weißt du, es muss ja, ich mag einfach, dass man das anschaut, dass so, man die Leute einfach denken, ja, das könnte echt sein. Ja, so. Also wenn man dieses Video anschaut, und ich habe es mir mehrmals angeschaut, das ist sehr glaubwürdig. Ja, also das ist schon glaubwürdig, aber ich habe halt, ich sag mal, nur jemanden gefunden, der halt in der Kamera und von allem sehr toll zu mir passt, in diesem Lied, der aber diesen Detektiv Song nicht mit mir singt. Also ich habe den Song ja nun dann alleine aufgenommen, so für mich. Und das war aber das Schöne an diesem Text, dass er halt so oder so funktioniert. Man hätte es gemeinsam singen können. Und das Demo hat Mitch Keller übrigens gesungen, der ja auch sehr erfolgreicher Kollege ist. Aber da habe ich gesagt, auch mein Mitchi, der steht jetzt so viele Jahre, also stand mit mir schon so oft auf der Bühne, auch während der Tour im Chor. Und es war immer für mich so, das war immer unser Welpe. Der ist halt noch so jung. Das ist so, da fehlt es mir dann wieder an Glaubwürdigkeit. Mir sagt, so ein junger Kerl. Ich bin jetzt eine Oma. Was soll ich denn mit so einem Jungen? Ja, aber eine junge Oma.
Ja, aber ich gehöre nicht zu den Frauen, die dann irgendwie schaut nach den Jungs, die 20 Jahre jünger sind und nee. Einfach jung, Claudia jung, mit dem Megatitel. Und über das Video sprechen wir nachher noch kurz. Ihr seht jetzt Tür an Tür. Tür an Tür. Ich freue mich, dass es euch so gut gefällt. Ja, oder? Mega. Na, da sind so viele Emotionen drin und so viel Augenzwinkern und, und Realität. Ja. Und dann mit so einem bekannten Schauspieler dazu. Ja. Ist doch, das ist auch nicht so schlecht, doch, oder? Ja, ist doch auch nicht so schlecht. Ich fand das sehr lustig. Vor allem, ich muss ja sagen, ich kannte Patrick flüchtig vom Seppen sozusagen, weil das sind jetzt nicht unbedingt so die Sendungen, so Versicherungsdetektive, bei denen ich jetzt hänge, das sind einfach die falschen Zeiten. Bis ich mal zum Fernseher komme, sind vielleicht bei uns gerade mal die Tagesthemen, das ist also abends spät oder so. Ich kriege das nicht so mit, sondern wirklich nur am Rande und über Instagram halt, auch über Social Media und so. Ich dachte, naja, das ist ein cooler Typ, der passt da sicher gut rein. Aber diese Resonanz, die dann kam, wirklich aus allen Ecken von vielen Leuten, die ihn halt auch wirklich aus dieser RTL-Serie kennen, das war schon witzig. Ja, ja, also ich habe auch gerade gestaunt. Und den kenne ich. Den kenne ich doch irgendwoher. Natürlich. Was macht die denn mit dem Mann von der Versicherung? Nein, aber du hast genau vorher gesagt, es muss ja passen. Ja, altersmäßig, Größe, Typ. Ja. Passt super. Ja. Mega tolles Video, Riesenkompliment. Dankeschön. Und vor allem super geile Nummer. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Fernsehen. Freut mich sehr. Absolut. Es gibt so viele gute Nummern drauf. Sommer im November. Ich meine, es ist ja auch, und es stimmt ja sogar. Wir haben ja also, du meinst so rein warm. Wettermäßig? Ja, natürlich. Ich war jetzt dann auch noch im November mit einem deutschen Fernsehsender und Reiseunternehmen eine Woche in Ägypten. Ich muss ehrlich sagen, mir war es fast ein bisschen zu hell und zu warm. Weil ich bin so ein Vier-Jahreszeiten-Kind. Ich brauche den Schnee. Ich habe mich auch so gefreut, als ich jetzt hierher gefahren bin zu euch in der Schweiz. Sobald ich die Berge sehen konnte, dachte ich, die sind schon weiß. Oh, wie ist das schön. Dieses Gefühl von Winter und von Weihnachten, das brauche ich jetzt einfach im Moment. Und das kriegst du natürlich nicht bei 28 Grad irgendwo am Meer. Das funktioniert für mich nicht. Das Gefühl, was du ansprichst und jetzt die Jahreszeiten, du hast vorher schon was angesprochen mit dem Klavier, Gefühl, hat es eine wunderschöne Ballade, wo anfängt, wo ich gleich sofort in den absoluten Emotionen drin bin. Bei welcher? Wunderschön. Was von uns bleibt. Oh ja. Das fängt ja so, wow. Ja. Ich habe gleich wieder Hühner. Ja, es gibt. Mir ist halt immer wichtig, nicht nur die Songs zu haben, wie du eben gesagt hast, wo man gleich weiß, da klatscht man mit und das ist so ein Party und man lässt sich unterhalten und Kopfkino, sondern auch einfach die Dinge, die dich wirklich in der Magengrube treffen, die dein Herz berühren können. Mhm. So diese Balladen, wie Je t'aime mon amour halt auch so eine Ballade war. Sowas immer wieder zu finden und auf dem Album zu haben, ist mir ganz einfach wichtig. Weil es gibt halt einfach die Momente im Leben, da braucht man eher so einen Song, der dann so ein bisschen was Nachdenkliches hat oder was Aufbauendes. Das sind auch wahnsinnig gute Texte. Nicht alles, was wehtut, ist Liebe. Ja. Megatext. Aber man muss einfach zuhören. Man muss gewillt sein. Das ist nichts, was man einfach so nebenbei hört, irgendwie beim Essen oder so. Eher schon beim Autofahren, da kann man zuhören. Aber wenn es irgendwo laut ist und Leute sich unterhalten, dann ist das nichts. Das sind wirklich so reine Titel für zu Hause oder fürs Konzert, wo Leute dann auch wirklich gewillt sind, zuzuhören. Artige Frauen. Ja, das kannst du natürlich mitfeiern. Ne? Das ist so auch wieder mit Augenzwinkern. Weißt du, seit 1000 Frauen habe ich mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ab und zu mal mit Augenzwinkern, ohne erhobenen Zeigefingern, den Männern die Frauenwelt zu erklären. Ja, das kannst du. Es macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß. Das ist, ja. Open Air Wildhaus. Bist du sehr spontan eingesprungen, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Also ich habe mich riesig gefreut, dass meine liebe Kollegin Beatrice so eine großartige Samstagabendsendung hatte und nicht nach Wildhaus kommen konnte und ich sie dort vertreten durfte. Ich hoffe, es ist mir gelungen und man hat sie nicht allzu sehr vermisst. Für 3 Minuten das Gesicht zeigen, gell? Ja, sie war schon mehr eingebunden, war schon öfter. Aber für mich ist das einfach so, deswegen
ich bin viel lieber vor den Menschen auf der Bühne und dann gerade mit dieser Kulisse, weißt du, das war dann in den Sonnenuntergang rein auch und die Bergkulisse und diese Tausende von Menschen, es war einfach so geil und ich habe gesagt, danke, danke lieber Gott, bitte noch viele, viele Fernsehsendungen für Beatrice Egli, damit ich einspringe. Und dieser Titel, was du vorher angesprochen hast, 1000 Frauen, ich bin Mama, ich bin Putzfrau, Hausfrau. Alles, ich bin doch alles, es ist doch alles, oder? Und das ist ja jetzt nicht ein Titel wie Je t'aime mon amour, wo alle einfach im Blut haben schon, aber der funktioniert ja perfekt und die Leute sehen sich so. Ich wollte gerade sagen, gerade die Frauen sagen natürlich, ja, genau so ist es. Die wissen ja, sie machen den ganzen Tag nichts anderes, sie sind in einem Moment beste Freundin, im nächsten Moment die verständnisvolle Mutter, die Mutter, die auch erziehen muss. Sie sind die perfekte Partnerin für den Ehemann. Am besten nicht nur zu Hause, sondern auch der eigenen Karriere nachhängend, aber nicht zu viel, weil sonst ist man ja Rabenmutter, gell? Zu viel Mutter, dann hat man kein Interesse an der eigenen Fortbildung sozusagen. Und bei all dem, was Frau dann macht, von morgens bis abends, darf sie auch nicht gestresst aussehen. Sondern sie muss immer gute Laune haben. Und das ist das, was wir Frauen müssen, machen müssen, alles auf einmal. Ja. Gell? Ja, das klingt für mich schon sehr anstrengend. Aber ich meine, Hand aufs Herz, Hand aufs Herz, ihr Männer seid auch nicht besser dran. Habt ihr es gesehen? Denn wenn wir uns berühren. Ja, einer meiner Lieblingstitel auf diesem Album. Nicht nur, weil dieser Song, diese Komposition immer schon zu meinen Lieblingstiteln zählte, schon seit 1992, seit der das erste Mal veröffentlicht wurde, von und mit Maggie Riley, Every Time We Touch. Und es war für mich einfach deswegen immer was Besonderes, weil ich mag sie einfach als Sängerin. Ich fand diese Stimme immer fantastisch. Ich fand sie heute noch großartig. Aber Komponist dieses Songs war mein Gitarrist und Musikkollege Peter Reschewi, der hat gemeinsam mit Maggie Riley, die, glaube ich, hauptsächlich viel Text beigesteuert hat. Also die haben diesen Song zusammen geschrieben mit noch einem Dritten im Bunde. Und Peter hat immer gesagt, wenn wir, egal ob wir im Studio waren oder gemeinsam auf der Bühne gestanden sind, hat immer gesagt, Mensch, diese Nummer, die würde dir auch liegen, mach die doch einfach mal auf Deutsch. Und ich dachte, Mensch, meinst du, ich kann mich daran trauen, das ist so ein Welthit und das ist einfach mit Maggie so einzigartig, das ist so eine große Nummer, aber Lust hatte ich schon. Er sagt, irgendwann machen wir das. Und das haben wir dann jedes Jahr immer wieder mal diskutiert und haben gesagt, na, diesmal noch nicht, wir warten noch ein bisschen, lass mal Ruhe einkehren. Dann kam Cascada, hat auch einen riesen Erfolg gehabt mit dieser Nummer und habe ich gesagt, na jetzt so kurz hinten dran, nee, lass uns noch warten, wieder eine gewisse Zeit, sonst sieht es wieder so aus, als hätte man sich so hinten dran gehangen. Und wie das manchmal so ist im Leben, man schiebt die Dinge zu lange vor sich hin und wartet und irgendwann einmal ist es dann, steht man plötzlich in der Situation, es ist dann so, Peter ist sehr, sehr, sehr krank geworden, viel zu früh gestorben, viel zu früh von uns gegangen und als er 2019 eigentlich seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte, da habe ich gedacht, Mensch, Alter, wir haben das nicht geschafft in all den Jahren, das umzusetzen. Es wird höchste Zeit jetzt, dass ich das einfach in die Hand nehme und einfach mache für dich, einfach um an dich zu erinnern und einfach jedes Mal, wenn ich diesen Song singe, ihn vor mir zu sehen und unsere gemeinsame Zeit auf der Bühne nochmal zu feiern. Mega. Und so entstand halt dieser Text dann, also dieser Song, denn wenn wir uns berühren. Ist als wunderschöne Version Titel 1 und als Remix. Und nochmal zum Abfeiern und zum Tanzen, ja. Mega. Also Leute, Claudia Jung, Einfach Jung, ist einfach ein Album. Ist einfach ein Album. Was man einfach sich kaufen soll. Streamen, anhören. Leute, ihr könnt das, ich habe größtes anhören. Verständnis wirklich für die Menschen, die einfach sagen, mittlerweile ich liebe Musik, aber ich freue mich natürlich, wenn ich für relativ wenig Geld alles Mögliche streamen kann, mir alles anhören kann, was ich gerne möchte. Man muss sich ja immer entscheiden, für was man kann nicht alles kaufen. Und ganz ehrlich, ich habe so manches Mal gedacht in letzter Zeit, wenn ich jetzt nicht Musikschaffende wäre, ich würde mir wahrscheinlich auch keine CDs kaufen, sondern ich würde auch diese große Möglichkeit nutzen, zu streamen und mir alles anzuhören. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es ist auch viel besser für die Umwelt. So schlimm wie das ist, dass ich das sagen muss. Gut. Aber was passiert mit diesen ganzen Sachen, mit den Vinylschallplatten, mit den ganzen CDs? Schau dir an, mittlerweile gibt es kaum mehr CD-Player. Was machen die Menschen, die alle über die Jahre diese CDs
gekauft haben, die werden, man kriegt es mit, die werden tonnenweise entsorgt. Promo-CDs überall hin, die gibt es eine Flut davon. Letztendlich landen diese Sachen dann doch irgendwann nochmal auf dem Müll, weil sie kaputt sind, weil sie nicht mehr funktionieren. Und das ist dann wieder etwas, was unsere Welt doch irgendwo ein Stück weit belastet. Deswegen sage ich, habe ich Verständnis für die, die sagen, ich kaufe mir wirklich nur das, wo jetzt mein Herzblut dranhängt, und einfach sage, das ist einfach so geil, das muss ich haben. Weil die Haptik, es ist ja nicht nur immer Optik. Und ja, man will auch was anfassen und können. Genau. Du bist die, die dann die Zeit nimmt, hin, Signatur. Genau, das kann ich meinem Stream natürlich das, nicht. Und da sage ich auch immer, das Stream. Sind ja. Unsere Zuschauer, die wollen das. Ja, die genau. Lieben das, ja. Die Zeit zu nehmen. Und das sage ich zu jedem Jungen oder Künstler, der anfängt, nehmt euch bitte genügend Zeit für die Leute. Absolut. Auch absolut. Wenn mal nur zwei oder drei da sind. Mhm. Aber die zwei oder drei sind die wichtigsten, mhm. die da sind. Und das machst du mit Bravour und wunderschön. Und darum Danke. Bist du auch nach so vielen Jahren überall Meizer, sehr beliebt. Bin ich immer noch da. Einfach jung, wunderbares Baby. Da gibt es noch so viele andere Titel, was man sich mhm. anhören muss. Mhm. Die Leute sollen das einfach tun. Ja, bitte. Einfach anhören. Und wenn wir uns dann irgendwo begegnen, bei einem Auftritt in der Schweiz, hier bei euch nächstes Jahr. Ich glaube, bisher habe ich drei Termine in der Schweiz im kommenden Jahr. Okay. Einmal im März bin ich bei, ist das Schlager Gaudi? In Wallenstadt heißt das ja. So, genau. Und dann bin ich beim Schlagerfestival in der Ostschweiz am 18. Mai und gleich am 19. Mai noch in Gränchen im Luxury. Oh, ja, super. Also es gibt schon drei Möglichkeiten, mich zu sehen. Nee. Und da werde ich auf jeden Fall auch CDs dabei haben und mir ganz, ganz viel Zeit nehmen. Und da können wir quatschen und dann kann ich euch was Schönes da draufschreiben, wenn ihr Lust habt. Genau. Ist es für dich schwierig, die Programmauswahl zu gestalten, total. Wenn man so viele Hits hat? Total. Was machst du? Weil du hast immer begrenzte Zeit. Naja, wollte ich gerade sagen, entweder nicht aufhören und die Kollegen nach Hause schicken, was natürlich nicht geht. Es ist immer schwieriger. Ich habe eine Zeit lang, vielleicht liegt es am Alter, dass man mit zunehmendem Alter sich schwerer entscheiden kann. Aber ich denke, es ist die Fülle an Songs. Ich meine, über die Jahre, ich glaube, es sind über 350 Songs, die ich natürlich nicht alle singen kann auf der Bühne. Und dann heißt dann immer, man muss sich auf ein paar beschränken. Was kriegst du so unter in einer Stunde? Im Normalfall 12, 14 maximal. Du musst halt immer da ein bisschen kürzen und Medleys machen oder so. Immer ein bisschen probieren, was funktioniert. Aber im Großen und Ganzen brauche ich mir eigentlich nicht wirklich den Kopf machen. Das ist nur mein Problem, weil die Leute wollen eigentlich immer dieselben Songs. Ja. Ja, die schreiben sowieso die Playlist und der ist immer, du weißt ja, ne? Atemlos, Amore, Amore, Stumme Signale, Je t'aime, mon amour, Tausend Frauen und ehe du dich versiehst, mit den ganzen Wünschen habe ich schon wieder das Programm voll. Ja, ja, aber Tür an Tür ja. wird auch gewünscht. Ja, wird aber, auch gewünscht. Und wenn nicht, dann wünsche ich mir das. Okay. Ich sag dann immer, wir machen jetzt einen neuen Titel, ja. Also vom neuen Album und dann den ganzen alten Kram, bis der Arzt kommt. Wunderbar. Aber das ist kein... Oder das ist für mich eine Riesengeschichte, wenn man so viele Songs hat und dann doch wieder, also so viele Hits, mhm. und dann doch wieder einen neuen bringt und der ist aber ebenwürdig, weil es macht es ja nicht einfach. Nee, natürlich nicht, aber die anderen Songs haben den Vorteil gegenüber Tür an Tür, dass sie natürlich schon so und so viele Jahre da sind mhm. und ganz viele Menschen Erinnerungen haben durch diesen Titel. Weißt du, du hörst irgendeinen Song und schon hast ein Kopfkino. Nicht unbedingt über das, was es in dem Song geht, sondern was du mit diesem Song mhm. erlebt hast. Klar. Und deswegen hören die Menschen gerne Sachen, die sie schon viele, viele Jahre kennen, weil die einfach Erinnerungen zurückrufen an schöne Zeiten. Es gibt ja viele ältere Menschen, die nicht mehr ans Konzert gehen können. Da gehen Künstler teilweise auch zu ihnen in Einrichtungen. Mhm. Und da habe ich selber schon erlebt, habe ich einfach einen wirklich alten Titel. Mhm. Und wenn du dann siehst, was in den Leuten vorgeht, das siehst du in den Augen. Das kannst du auf der Bühne nicht, weil da sehen wir ja nichts. Ja, ja, aber genau. Dann siehst du, was da passiert. Mhm. Oder bei den Kindern. Ja, ja. Das ist... Da kommt doch so viel zurück.
Das ist unglaublich. Ja, Schönste, absolut. Was man tun darf, oder? Ja, absolut, absolut. Mich berührt auch immer so, ist es auf der einen Seite ist das immer ein bisschen lustig, auf der anderen Seite merke ich dann immer, wie lange ich dabei bin und wie die Jahre so mit mir gegangen sind, wenn dann so junge Menschen vor mir stehen, so Mitte 20, ja, ganz ehrfürchtig. Und dann erzählen, wie sie mit meiner Musik aufgewachsen sind, weil die Eltern das ja schon gehört haben und die sind dann völlig außer sich. Das finde ich dann so schön in dem Moment. Es macht mir zwar bewusst, wie alt ich mit dem ganzen Kram schon geworden bin, aber andererseits, ich meine, hey, 58 ist kein Alter. Nein. Ich bin halt nur einfach schon recht lange dabei. Ich gehöre in der Tat bei den Schlagerkollegen natürlich zu den Älteren, aber wir schauen natürlich auf eine Karriere irgendwie zurück und haben die Menschen, die wir damals auch schon hatten, mit uns, die sind mit uns Eltern geworden halt. Ja. Und sind natürlich auch Eltern und Oma geworden, so wie ich auch schon Mama war und jetzt Großmutter bin. Und das finde ich toll, wenn man so die Generationen mit einpacken kann. Oder wenn man Menschen im Konzert hatte, Kinder damals, die heute wiederum kommen mit ihren Kindern, das finde ich einfach das Größte. Das finde ich so toll. Mega. Ja. Oder eben, ich habe es am Anfang gesagt, ich bin auch einer von denen. Ich habe dich als Du warst kleinster auch als Kind schon Bub, immer. Nein, als kleinster Bub ja. schon habe ich deine Titel hoch und runter gehört durch meine Schwester und meine Mutter. Ja, ja. Die haben das einfach geliebt und mit dem bin ich aufgewachsen. Ja. Darum bin ich ultra stolz, dass ich und heute du hast selber keinen Schaden genommen. Nein, das Beste. Nein, das ist Schlager, das ist meine Welt. Ja. Ich liebe es. Ja. Wir lieben Schlager. Schlager ist einfach gut für die Seele, muss ich immer wieder sagen. Und zwar jede Form von Schlager. Ich finde immer, man darf da auch keinen Unterschied machen, ob das jetzt volkstümlicher Schlager ist oder ob das diese Form von Schlager ist oder Mallorca-Schlager. Ich meine, meinst du, wie viele Menschen in dieser Form von Musik, die ich jetzt selber, da würde ich mich jetzt nicht so zu Hause fühlen, aber die bei dieser, ich beobachte das ja immer, weil man auch gemeinsame Veranstaltungen hat, die einfach wirklich aus sich rausgehen können und den Alltag vergessen können, wenn sie mit den Mallorca-Künstlern, also mit diesen Ballermann-Künstlern irgendeinen Blödsinn singen können. Mhm. Die aber einfach, ja, na, das ist also auch so ein Stück von Freiheit. Und ich muss dann immer wieder sagen, ja, auch das ist Schlager. Schlager hat so viele Facetten. Und ich glaube einfach, dass für jeden irgendwo etwas zu finden ist, auch im Schlager, was ihm gut tut. Er muss es nur versuchen. Claudia, ich könnte noch ganz viel mit dir plaudern. Stundenlang, es ist oder? Wunderbar. Wie im Seniorenheim. Ich hoffe, ich darf beim nächsten Album dann auch wieder mal mit dabei sein. Ja, ich hoffe, ich darf wieder live, kommen. Ja, natürlich, immer. Natürlich live auch wieder zu sehen, macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und leider sind wir schon am Schluss. Ich möchte immer, dass der Schluss der Künstler macht. Weil ich darf mit dir das Interview machen. Hat mich riesig gefreut. Ja, danke. Unterhaltsam, ohne Ende. Aber die Wichtigsten sind die, die da draußen das zuschauen. Stimmt, und stimmt. Darum ist jetzt deine Kamera das ist da meine für dein Schlusswort an deine Fans, an okay. deine Freunde. Und ich sage schon mal Tschüss, mit der Claudia Jung. Dann möchte ich, bevor ich zu euch komme, möchte ich mich erstmal bei euch ganz herzlich bedanken für die jahrelange Unterstützung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder im Rotflü. Vielleicht unbedingt. Klappt es ja, ja wieder mal. Bitte. Und dann sehen wir euch auch. Und euch wünsche ich einfach eine schöne Zeit. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja wirklich die Möglichkeit, nächstes Jahr mal mich irgendwo zu besuchen, wenn ich in der Schweiz bin. Oder halt im Rotflü, wenn wir uns da sehen. Wo auch immer. Ich freue mich, wenn wir uns sehen und wenn man tolle Party miteinander starten können. Hört weiter, Schlager bleibt jung im Herzen und herzvernetzt. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.